Fällt heute schon die Vorentscheidung in Sachen, wie es mit den Zinsen weitergeht, wie morgen die Inflationsdaten ausfallen? Wahrscheinlich ja, denn die heutigen Erzeugerpreise dürften eine klare Richtung vorgeben, was morgen zu erwarten ist von den Verbraucherpreisen. Meist ist das sehr kongruent. Sind die Erzeugerpreise tiefer, dann sind meistens auch die Verbraucherpreise tiefer und umgekehrt. Also dürften wir heute durch diese Veröffentlichung der Erzeugerpreise schon einen wichtigen Hinweis bekommen, einen seltenen Hinweis, denn normalerweise kommen erst die Verbraucherpreise, CPI, und dann später, so wie in den letzten Monaten, die Erzeugerpreise. Diesmal ist es umgekehrt, nur zweimal in diesem Jahr wird das so sein, dass die Erzeugerpreise vor den CPI-Daten kommen, aber hier dürfte sich dann eben schon eine Art Vorentscheidung abzeichnen, wie es weitergehen wird, und wir wollen uns das Setup vor diesem Handelstag mal anschauen, der wahrscheinlich mehr Volumen bringen wird. Es ist derzeit so unfassbar wenig los, was die Volumina betrifft an den Börsen, wie man es selten gesehen hat. Aber steigen wir mal ein in die Dinge. Also die Erzeugerpreise, 14:30 deutscher Zeit, sehr, sehr wichtig. Wir erwarten die normalen Daten zum Vorjahresmonat 2,2%. Und wir sehen, damit würde sich, wenn das so passiert, der Trend fortsetzen, dass wir seit Jahresbeginn steigende Erzeugerpreise wieder zum Vorjahresmonat sehen. 0,3 zum Vormonat und in der Kernrate 0,2 und 2,4%. Also der Trend dürfte, wenn die Daten wie erwartet reinkommen, anhalten, dass wir höhere Erzeugerpreise sehen. Und jetzt haben wir ja verschiedene Indizes gehabt aus dem April, Einkaufsmanager-Indizes, wie zum Beispiel den Philadelphia Fed Index, Empire State Index, Kentucky Fed Index, wie sie alle heißen, und vor allem die ISM-Indizes, die als die wichtigsten Einkaufsmanager-Indizes gelten. Und da schauen wir uns mal die Preiskomponente an, denn das sind die Preise, die die Firmen bezahlen, das sind die Kosten, die die Firmen haben. Das ist praktisch die beste Vorausschau auf das, was dann bei den Erzeugerpreisen kommt. Und hier sehen wir, während es im März einen nur schwachen Preisanstieg gegeben hat, mit knapp über 53, alle Werte über 50 heißen, Preise sind zum Vormonat weiter gestiegen, haben wir jetzt eben aus dem April die Daten von 59 bekommen, also ein ziemlich saftiger Zuschlag, was die Servicespreise betrifft. Hier sehen wir also Preisdruck. Und dann schauen wir uns mal an, vor allem Manufacturing, also das Gewerbe, Industrie, wenn man so will. Da hatten wir 60,9. Das ist der höchste Wert seit langer, langer Zeit. Also hier deutliche Preisanstiege im Gewerbebereich. Im Industriebereich, das könnte liegen zum Beispiel an gestiegenen Löhnen, erstens aber vor allem an gestiegenen Rohstoffpreisen. Deswegen haben eben gerade in diesem Sektor die Firmen höhere Kosten. Wir sehen, die Erwartung war bei 55, wir sind reingekommen bei 60,9. Und hier sehen wir, dass wir im März zum Beispiel nur 52,5 hatten, also hier 1. März die ISM-Daten, die so ein bisschen den Februar ja beleuchten. Also im Februar war ein bisschen schwächer, im März dann ein bisschen stärker in Sachen Preisauftrieb insgesamt, und April dürfte hier sogar nochmal eine neue Steigerung bringen. Eben, wie gesagt, diese Rohstoffpreise, hier sehen wir, die sind teilweise deutlich nach oben gegangen. Nicht nur Gold und Silber, sondern viele andere Metalle sind deutlich gestiegen. Vor allem aber Wheat, also Weizen und Korn, Mais, sind sehr deutlich gestiegen. Wir sehen Wheat hier auf dem höchsten Stand seit Juli letzten Jahres. Das geht also deutlich nach oben. Also das sind so kleine Indikatoren, die darauf hindeuten, dass die Erzeugerpreise höher ausfallen werden. Ein kleiner Bremser könnte sein die Geschichte mit Öl und Benzin. Hier sehen wir mal links den Ölpreis CL1, also den Future, im April, also von Anfang April, relativ mittig, wenn Sie hier mal gucken, bis Ende April. Und dann sehen wir, da ist es dann zum Monatsende nochmal runtergegangen, Pi mal Daumen unverändert, bis ganz leicht sogar negativ der Ölpreis im April. Wir sehen dann auch mal die Tankstellenpreise, Current Average 3,619 in den USA. Vor einem Monat waren wir bei 3,63,3. Also wir sehen mehr oder weniger stagnierende Preise an den Tankstellen. Also von der
Öl- und Benzinseite her wird der Aufwärtsdruck nicht kommen. Deswegen haben wir übrigens auch gesehen, dass die Kernrate höher lag als die normale Berechnung, also ohne Nahrung und Energie. Aber für die Amerikaner heißt das, oh, in letzter Zeit haben wir festgestellt, dass die Benzinpreise gestiegen sind und die sind ja seit Jahresbeginn gestiegen. Hier sehen wir mal, wie sie gestiegen sind. All das durchaus im Rahmen des saisonalen Verlaufs. Es geht normal bis Sommer nach oben. Sommer dann der Hochpunkt, Driving Season, alle im Urlaub, alle fahren Auto. Und dementsprechend haben wir gesehen, dass gestern die Inflationserwartungen, die von der New York Fed ermittelt werden, gestiegen sind auf 3,3% für die längerfristigen Inflationserwartungen. Also die Verbraucher sind nicht mehr so optimistisch, dass die Inflation wirklich deutlich nach unten geht. Und das wird bestätigt durch die reinkommenden Daten. Inflation Data Surprise praktisch immer auf der Oberseite überrascht zuletzt, während die normalen Wachstumsdaten, also Wirtschaftsdaten, eher auf der Unterseite enttäuscht haben. Also die Amerikaner merken, spüren, da ist irgendwas im Busch. Jetzt die Aussage von Morgan Stanley, und das ist ja das, was die Märkte interessiert, ist ja nicht an sich die Inflation, sondern die Reaktion der US-Notenbank Fed darauf. Also wir sind davon überzeugt, dass die Inflation nach unten geht und die Fed die Zinsen senken wird. Nicht wann, sondern es ist nicht die Frage ob, sondern nur wann sie das tun wird. Und aber wir sehen Zeichen der Disinflation. Okay, aus diesem Chart ist diese Disinflation jedenfalls nicht herauszulesen. Möglicherweise ist Morgan Stanley auch dementsprechend positioniert, keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir, dass Fed-Mitglieder diese Erwartung nicht stützen, dass die Zinsen bald sinken. Wir hatten gestern Jefferson, Fed-Vizechef immerhin, der gesagt hat, also wir werden die Zinsen nicht senken, solange die Inflation eben zu hoch ist. Wir brauchen mehr Anzeichen dafür, dass die Inflation nach unten geht. Zuvor hatten sich Bowman und Logan klar positioniert. Wir werden die Zinsen länger oben halten. Das ist zumindest das, was aus diesen Kreisen kommt. Und die Frage ist, naja, wie schadhaft ist das, wenn die Zinsen weiter oben bleiben, gerade für die einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen und eben auch für die schwachen Firmen oder für die schwächeren Firmen. Hier sehen wir mal Fast Casual Dining im Bereich New York und New Jersey, also wo man mal eben ungeplant sozusagen, man ist irgendwie unterwegs und geht dann mal irgendwie schnell was essen, mehr so auf die Hand. Hier sehen wir, das geht deutlich nach unten. Auf der einen Seite zeigt Stress bei den Konsumenten, auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel Spending on Fun-Related Services, also irgendwie Sachen, die Spaß machen, so Unterhaltung, Schnippschnapp, das ist praktisch auf Rekordhoch. Also auch hier sehen wir ein komplexes Bild, ein widersprüchliches Bild. Offenkundig ist aber, dass die unteren Einkommensschichten schon Probleme haben, eben mit den Zinsen und der Zinsbelastung, andere eben noch nicht, die konsumieren noch deswegen. Aber hier sehen wir, dass da schon einiges passiert ist, gerade in Sachen Zinsbelastung. Hier sehen wir mal, zwar sind die Haushaltseinkommen deutlich gestiegen in den letzten Jahren, aber die Zinsbelastung, gerade jetzt im Jahr 2024, ist noch deutlicher gestiegen. Personal Interest Payments Faktor 4,6 gestiegen, während die Einkommen nur um den Faktor 2,3 gestiegen sind. Und je länger das dauert, umso stärker wird das belastend wirken auf viele Konsumenten. Das genau ist der Punkt. Was alles wird das mit den Aktienmärkten machen? Schauen wir uns mal die Lage an. Gestern haben wir ja wieder so eine Art Unsicherheitskerze gehabt. Im S&P 500 sind jetzt oben an dieser Trendlinienbegrenzung. Schauen wir uns mal die Erwartung an in Sachen Zinssenkungen. Dann sehen wir, erste Zinssenkung erwartet 18.09., also im September. Und dann nochmal eine am 7.11., also kurz nach der US-Wahl. So derzeit die Fed Fund Futures. Aber wenn wir uns mal das Volumen anschauen, gestern, boah, holy cow, 11. November 2021 hatten wir zuletzt ein so schwaches Volumen wie gestern im SPY, also im maßgeblichen ETF auf den S&P 500, gestern 33,17 Millionen Kontrakte gehandelt. Auch die letzten Tage 41, 43, 42, 44, 42, davor 72, 61, 69, 76. Also wir sehen, wir sind um und bei
nicht mal gestern gewesen bei der Hälfte des durchschnittlichen Handelsvolumens. Wahrscheinlich kein Wunder, niemand will sich zu weit aus dem Fenster rauslehnen vor den wichtigen Ereignissen, die jetzt ab heute kommen. Wir sehen, dass manche sich abgesichert haben, der VIX nach oben gegangen, während der S&P 500 mehr oder weniger seitwärts gelaufen ist. Diese Bewegung hier beim VIX normal vor den Daten, Fragezeichen. Manche wollen sich absichern. Heute 16 Uhr, ja, dann auch für Jeremy Powell in einer Diskussion mit Klaas Knot von der holländischen Notenbanken. Also das wird auch noch ein Hingucker. Was wird Powell sagen? Kennt er die Daten, die morgen dann veröffentlicht werden? CPI-Daten bereits? Wird er Andeutungen machen? Wird er hawkisch oder so dovish sein wie bei der letzten Pressekonferenz? Und ich hatte gestern gesagt, das, was wir bei GameStop und anderen Meme Aktien gesehen haben, ist ein Symptom dafür. Manche wollten das nicht kapieren in den Kommentaren, die haben gesagt, was hat denn GameStop mit den Zinsen zu tun? Naja, es zeigt eben, was hier Sache ist. Kursexplosion bei sorgt für Mega-Rally bei Meme-Aktien. Aber hier Wall Street Online war es, glaube ich, die schreiben zu Recht, dieser Hype dürfte wohl nur von kurzer Dauer sein. Betroffen sind vor allem eben Aktien mit hoher Leerverkaufsquote und da werden auch Hedgefonds gegen andere Hedgefonds wetten, gar keine Frage, das wird die Bewegung noch verstärken. Aber alle von der Hosse erfassten Unternehmen, so heißt es hier, sind neben der hohen Leerverkaufsquote allerdings auch ertragsschwache Geschäftsmodelle, ungesunde Unternehmensfinanzen und hohe Bewertungen. That's exactly the point. Das ist genau der Grund, warum das Ganze wieder in sich zusammenfallen wird. Wie eben bei GameStop, AMC Entertainment, wie wir das gesehen haben, 2021, Nullzinsphase, verschüttete Liquidität ins System. Also haben die Leute jede Menge Liquidität und zocken damit. Dann haben wir diese massiven Rallyes gesehen, die dann komplett in sich zusammengefallen ist. Bei GameStop, manche sagten, ja, du bist doch nur neidisch auf die, die gewinnen. Mir ist GameStop komplett wurscht, auf Deutsch gesagt. Ja. Ich gönne jedem auch seine Gewinne, das ist überhaupt nicht der Punkt. Das Problem ist nur, die allermeisten verlieren. Das sehen wir hier, wer hier zum Beispiel über 100 Dollar gekauft hat, der hat vor kurzem dann nochmal knapp über 10 Dollar bekommen für eine GameStop. Also hat mal seinen Einsatz verzehntelt. Die wenigsten gewinnen in diesen Situationen. Nur wer dann eine solche Rallye auch wieder abdrückt, wobei natürlich immer unklar ist, wann endet diese Rallye, wie weit geht sie noch, aber wir sehen hier Retail Participation deutlich nach oben gegangen, also es sind nicht nur Hedgefonds, die hier am Start waren, aber das ist das, was Octavio Costa auf den Punkt bringt, wenn eine Aktie 100% steigt oder 90%, nur weil Roaring Kitty nicht mal gesagt hat, er wäre drin im GameStop, sondern nur irgendwelche kryptischen Ausschnitte zeigte von irgendwelchen Filmen, dann leben wir in einer der am meisten spekulativen Phasen in der Geschichte. Wir sehen also Spekulationsexzesse. Dementsprechend ist GameStop ein Symptom für etwas, nämlich zu lockerer Liquidität. Das sehen wir auch bei den Volumina, bei den Zero-DTE-Optionen, also den Optionen, die am selben Tag noch verfallen. Volumina gehen immer weiter nach oben. So oder so, Hedgefonds haben gestern Geld verloren. Das sind die, die dann short in diesen Werten sind, die natürlich fundamental auch Dreck sind, gar keine Frage, aber Zwischenrecht haben bei fundamentalem Dreck und Recht bekommen, weil eine Horde von anderen Hedgefonds oder Privattradern sich dann auf diese Werte stürzt und dich herausqueest, ist eine andere Sache. Und so haben wir gestern für Hedgefonds wohl den schlechtesten Tag gesehen seit dieser ganzen Meme-Aktien-Euphorie, die ja Anfang 2021 stattgefunden hat. Also da haben durchaus einige Hedgefonds geblutet. Mein Mitleid hält sich da in Grenzen, so oder so. Wenn wir mal zum übergeordneten Markt kommen, sehen wir, die Dealer, also die Verkäufer der Optionen, haben jetzt eine sehr starke Long-Positionierung im Gamma. Bedeutet, dass praktisch normalerweise Rallies verkauft werden und Dips gekauft werden durch diese Dealer, durch also die Verkäufer der Optionen, könnte für einen Seitwärtsmarkt in der Summe sprechen. Und derzeit ja die Jubelgesänge, oh, die Gewinnsaison, die war so toll, 7% ahead of expectations sind wir reingekommen. Da ist noch alles schick, wie die Bank of America sagt, aber wenn wir genauer hinschauen, ja, ist schick, aber es ist verzerrt, denn es sind die Magnificent Seven, also die ganz wenigen Aktien, und da lassen wir mal Tesla eigentlich sonst nur noch 6%.
wenn wir Apple rausrechnen, sonst nur noch 5. Also einige wenige Aktien haben hier gute Zahlen geliefert. Wenn wir die mal rausrechnen, dann ist die Growth Rate, also die Wachstumsrate, was die Gewinne betrifft, bei den S&P 500 Unternehmen minus 2%. Das heißt, da ist null Wachstum, da ist null Gewinnwachstum, da ist sogar eine Gewinnrezession, könnte man sagen. Also diese Tech-Unternehmen täuschen ein bisschen oder hübschen das Gesamtbild ein bisschen auf und täuschen darüber hinweg, dass die allermeisten Unternehmen eben da nicht wirklich überzeugen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass die US-Aktien alleine 187% des US-GDPs sind. Buffett Indicator sagt also nicht gerade billig, während die anderen Aktien doch mit deutlichem Abstand günstiger sind, etwa asiatische oder europäische Aktien. Da sehen wir diese riesigen Abstände. Also man zahlt eine wahnsinnige Prämie für US-Aktien, berechtigt, weil eben die großen Tech-Konzerne haben. Das ist die Frage, die noch zu beantworten sein wird. Ansonsten, da kommt es, kam Wartstuhl, eine Stunde wollte ich noch hier irgendwas anderes zeigen, muss ich mal schauen. Genau das wollte ich zeigen, meine Damen und Herren. Lohnsorgen halten die EZB von Senkung der Zinsen ab. Die Löhne könnten etwas sein, was für die EZB ein Problem sein wird. Ebenso wie möglicherweise die Fed, wenn sie nicht so schnell die Zinsen senkt. Die EZB will das ja bereits im Juni machen. Aber jetzt kommen neue Lohndaten und das wird schwierig für die EZB. Mehr dazu erfahren Sie hier, ist ja für uns alle wichtig, wie die Zinsen sind. Gerne auch teilen über Social Media. Und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, GameStop Rally entfacht Spekulantenfeuer. Eine Analyse der extrem tiefgehend, intellektuell tiefgehenden Ekstase lesen Sie hier. Zweite Empfehlung, gerne auch weiterempfehlen. Und ich empfehle 14:30 reinschauen bei Finanzmarktwelt, der Erzeugerpreise. Und 16 Uhr werden wir versuchen, die Paul-Aussagen live wiederzugeben, ebenfalls auf finanzmarktwelt.de. Ich sage Servus, ciao.